Ey, das war die falsche Taste. So, und jetzt hier nochmal runter. Und als der Kampf vorüber war, so. Ließ der Sarazenenführer ihn. Will ich das, das, das will ich. Ich muss ihn ja dann zusammenschlagen. Ne? Aber wie kriege ich ihn jetzt von hier weg? Euch kenne ich doch das Geschäft. Meinst du? Kann ich dich einfach so schlagen und dann wird alles gut? Das ist doch irgendwie die Person, die ich brauche, oder nicht? Anscheinend nicht, okay. So, Attacke! Stirb! Oh, jetzt sind hier so viele neue Soldaten. Aua, das tut weh. Aua, lass das. So, verrecke. Aua, verrecke, verrecke. Oh. So, jetzt stirb. Und du hier auch. Zack. Du bist die Person, die ich suche. Okay. Hätte das Ende dieser Geschichte und dieses armen Mannes bedeutet. Ja, und da ist gerade ein Typ gespawnt. Aber das Schicksal hatte andere Pläne. Mancher sagt, ohne Tamir hätten sich Salah al-Dins Männer sicher gegen... Ich will gerne an ihn ran oder sowas, ne? Aber es geht ja auch nicht. Diese Schlacht nur wegen diesem Mann gewonnen. So, jetzt geht er. Okay, und jetzt müssen wir ihn in eine dunkle Gasse folgen. Um ihn zu breit zuzuschlagen. Wir tun mal so, als wären wir hier voll ein Gelehrter und sowas und folgen ihn einfach mal. So, bis hierhin, in diese dunkle Gasse. So. Attacke. Ich prügel dich sowas vom Windelweich, ey. Ihr scheint einiges über Tamir zu wissen. Sagt mir, was er vorhat. Ich kenne nur das, was ich erzähle. Sonst nichts. Wie schade. Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen, wenn ihr nichts anzubieten habt. Wartet, wartet! Es gibt da etwas. Fahrt fort. Er ist neuerdings sehr beschäftigt. Er überwacht die Herstellung vieler, vieler Waffen. Und aha. Weiter? Sie sind für Salah al-Din bestimmt. Das hilft mir nicht. Das heißt, es hilft euch auch nicht. Nein, hört zu! Nicht Salah al-Din. Sie sind für jemand anderen. Die Wappen auf diesen Waffen, sie sind anders. Unbekannt. Tamir unterstützt einen anderen, aber ich weiß nicht wen. Das ist schlecht. Ist das alles? Ja, ja. Dann musst du sterben. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Dann ist es Zeit für euch zu schlafen. Sag ich doch. Er muss sterben. Wie so viele andere auch. Und wir fliehen jetzt von hier. Ein bisschen auf diesem Weg. Da können wir nämlich klettern. Und wir klettern weiter. So. Jetzt müssen wir da hinten nochmal Taschendiebstahl machen. Hui. Und hui. Und hui. Gut. Gehen wir hier mal lang. Können wir hier hoch sprinten? Nee, das ist zu hoch. Okay. Aber wir können hier lang. Hui. So. Hui. Ach, nee. Schlecht. Ja, das war cool, ne? Wollt ihr auch machen, ne? Ich sehe es doch in euren Augen. Was ist denn mit dem hier eigentlich? Na egal. Wir laufen mal weiter hier. Und stups. Ups, das tut mir aber leid. Und, Moment. Stups. Und stups. Und... Ja, Vasen alle kaputt hauen. So. Wo haben wir denn hier unseren Typ? Nein, Moment. Ich bin gar nicht da. Jetzt. Hast du verstanden? Ja. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen. Viele Ohren. Und viele Waffen, ja. Genug, um die Redseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut, dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. Okay, dann werden wir jetzt dem stehlen. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Wir haben das ja oft genug verfehlt. Bin gar nicht da. Bin gar nicht da, weißt du? Bin gar nicht da. Lauf weiter. Wir folgen ihm. Und
jetzt. So, das haben wir. Dann kehren wir zurück zum Assassinenbüro. Ups, sorry. Und dann mal gucken. Erstmal dahin kommen. Ups, jetzt bin ich schon wieder entdeckt. Ja, natürlich. Irgendwie wieder voll Akku hier. So, und hoch hier. Und hier hoch. Und nochmal da. Genau, an die Kante. Dass er sich auch daran festhalten kann, das ist unglaublich. Ups, das wollte ich nicht. Hoi. Wo ist denn hier das nächste, der nächste Dachgarten? Da. Dann gehen wir da mal rein. Na, loslassen. Und rein. So. Ja, versteck dich nur. So, dann sind wir jetzt versteckt. Wir können weiter zum Assassinenbüro. Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Oh, eine Flagge. So. Ja, ja, die Bürger sind hier mal wieder voll in Gefahr. Die sind mir jetzt auch mal egal. Das bringt uns ja jetzt auch nicht unbedingt weiter. Deswegen ist mir das egal. Das hatte ich ja schon erwähnt. Und rüber, und rüber, und rüber. Yay, yeah. So. Und hier soll es lang. Okay. Und loslassen. So. Das heißt tatsächlich Assassinenbüro. Alter hier, willkommen, willkommen. Ich habe getan, was ihr wolltet. Nun gebt mir die Feder. Immer der Reihe nach. Sagt mir erst, was ihr wisst. Tamir kontrolliert den Suk al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird dabei von vielen unterstützt. Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Suk al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Das soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Das ist ein Wurfmesser? Nein, das ist eine Feder. Lasst Al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Okay. So, dann gehen wir jetzt weg. Er hat ja nichts weiter zu sagen. Okay. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Yay! Vorspulen. Muss ich nicht so einen weiten Weg gehen. So, Tamir ist in Zug mit der Vorbereitung einer großen Waffenlieferung beschäftigt. Das ist der richtige Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Okay. Dann gehen wir jetzt dahin. Hui! Verdammt! Das war nicht ansatzweise so toll, wie ich mir das gedacht habe. Aber hier können wir hoch, ne? Ja, und die Handwerker machen im Treppenhaus einfach nur Krach. Ich glaube, ich mache diese Aufnahme auch nicht mehr so lang. Damit, falls es tatsächlich viel in der Tonspur mit aufgenommen wird, dass man jetzt nicht so viele Folgen jetzt noch mithören muss. Also ist das halt manchmal. Lauf! Es ist ja nicht mehr weit, Gott sei Dank. Hoffe ich. Und hui! So, hier waren wir schon mal, ne? Das ist ja fast der Ausgang, oder zumindest dachte ich, es ist fast der Ausgang. So, hier hoch. So. Jetzt mal gucken, ist das hier unsere Zielperson? Ich weiß es nicht. Aha, Aufnahme gestartet, okay. Kann mich von hier aus nicht bewegen, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Was soll ich denn jetzt hier tun? Ich bin gerade irgendwie überfragt. Ich kann hier nicht mit Leertaste oder sowas irgendwie was machen. Müssen wir hier warten, bis irgendwas passiert? Oder müssen wir... Nein, Waffen auswählen kann ich auch nicht. Können wir jetzt zurückgehen? Nein. Was sollen wir denn hier machen auf dieser kleinen Plattform?
Umschalt geht nicht, das Ding geht nicht. Sind am Ziel. Gedächtnislog. Mal wieder sprechen. Es wäre weise, sich ihm genau dann zu nähern. Genau dann schläge ich zu, okay. Okay. Aber es bringt mich jetzt nicht weiter, was ich tun soll. F drücken versuche ich hier auch mal die ganze Zeit, damit ich irgendwen sehe oder sowas. Warum auch immer er gerade gestolpert ist. Jetzt geht es. Hallo, ich bin nicht auffällig. So, wer ist denn jetzt Tamir? Ich habe kein Interesse an eurem Verbrechen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl. Es scheint hier der Dunkelhäutige zu sein. Wir brauchen mehr Zeit. Nee, es ist der. Okay. Faulen oder dummen Mannes? Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Gehen wir doch mal hier lang. Wir müssen irgendwie hinter ihn kommen und dann die Dingsklinge verwenden. Oder auch nicht. Eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ja, ist nicht genau. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel. Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Tja, da geht er down. Jetzt sind wir wahrscheinlich dran, dass wir gleich ihn töten sollen. Das ist nicht nett, dass jetzt ein Unschuldiger dran sterben muss. Da geht er down, da geht er down. Steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ja, der ist jetzt ziemlich hinüber. Nein. Lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück okay. An die Arbeit. Ein grauenhafter Mann. So, jetzt aber nicht den, sondern den sollen wir verfolgen. Wir wählen aus unsere versteckte Klinge. So. Und. So. Da war es vorbei mit dem ollen Tamir. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Natürlich. Ich glaube, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle alleine. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Das war's mit dem Tamir. Jetzt muss ich zurück in das Büro. Laufen wir doch mal. Ja, wir müssen jetzt einmal entkommen vor den anderen. Bin der jetzt erstmal hier voll gefährlich und so. Laufen wir mal. Dumm,
Erstmal hier auf das Dach hoch vielleicht. Nein, das ist schlecht. Ganz schlecht. Hoch, hoch. Hoch. Aua. Okay, wir gehen nochmal hoch. So, und jetzt laufen zum Dachgarten hier. Oder nicht. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, verdammt. Das kann doch nicht so schwer sein. Nee, da geht's nicht lang. Verdammt. Weg. Gibt's hier keine Bank oder sowas, wo ich mich hinsetzen kann? Da ist eine Bank. So, hier setzen wir uns einfach mal hin. So, und dann warten wir. So, wir sind wieder okay. Aber wenn wir immer noch ein rot umrandetes Interface haben da oben. So, dann klettern wir jetzt mal irgendwie auf ein Dach oder so. Vielleicht unter die Gefährten hier mischen. Damit wir nicht so auffallen. Boah, jetzt bohrt er aber hier. Ich glaube, ich setze mich mal hier auf die Bank. Und dann mache ich jetzt einfach mal eine Aufnahmepause. Bis denn!